Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Teil. Wir fahren fort in der Verleihung des IPCA-Preises Sapio. Und da bitte ich jetzt auf die Bühne, und das hat mich wirklich besonders gefreut, Gerhard Haderer hält die Laudatio für Sigi Zimmerschied. Genau. Dürft ihr mal klatschen. Und wenn er die gehalten hat, würde ich trotzdem gerne nochmal danach den Tiger-Willi auf die Bühne bitten und danach kommt der Sigi Zimmerschied. Herzlich willkommen und schon mal Dankeschön fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich bisher sehr gefreut über das, was ich erleben durfte. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Comic-Hauptmeister. Ich komme aus Linz. Aus dieser idyllischen österreichischen Stadt an der Donau, so ca. 100 Kilometer flussabwärts von Passau, in der ich meine persönliche katholische Grundausbildung genossen habe. Als ich dann so um die 20 war, bin ich aus Linz geflüchtet, weil ich mir gedacht habe, der ganz normale Wahnsinn, der in dieser Stadt regiert, der muss eine Postleitzahl haben. Das war natürlich ein Irrtum. Mich hat es dann nach Salzburg verschlagen, weil ich dachte, das ist auch nicht gerade eine domfreie Zone zwar, aber in dieser Stadt hat er sich dann herumgesprochen, dass ein gewisser Sigi Zimmerschied zusammen mit Rudi Klaffenböck und dem Bruno Jonas eine Himmelskonferenz aufgeführt hat, mit einem Bühnenpersonal, das man sich auch heute noch auf der Zunge zergehen lassen kann, wenn man an den kiefenden Jesus denkt oder an seine Mama, die zum zweiten Mal schwanger geht, aber eben wie so ist, nicht genau weiß von wem. Wir haben damals gebrüllt vor Vergnügen und haben diesen Sigi Zimmerschied hochleben lassen und diese wunde Hundpartie aus Passau. Selbstverständlich gab es nach dieser Aufführung in Passau eine geistige Explosion, die die ganze Stadt für kurze Zeit umgekrempelt hat, die Autoren inklusive, und die ebenso selbstverständlich in einem halbjährigen Ermittlungsverfahren wegen Gotteslästerung gemündet hat, im Zuge dessen sich all diese salbungsvollen Hochwürden blamiert haben bis an die Knochen. Und das hat uns sehr imponiert. Der Sigi Zimmerschied hat es über diese Turbulenzen nämlich überhaupt nicht zerrissen, sondern er hat gewusst, dass er ab sofort einen handfesten Beruf hat, nämlich den Beruf eines Kabarettisten. Und was für einer. Ganzkörperkabarettist ist der beste Begriff für dieses Genie, für diesen urgewaltigen, spielfreudigen Maulwerker, mit einer Stimme, die durch Mark und Bein dringt und mit einem ätzend derben Witz, der einem dieser laut Eigendefinition kleine niederbayerische Kampfzwerg um die Ohren haut, der herrlich schnaufen und grunzen kann, bis er sich in seiner eigenen Spucke duscht, Safton nennt er das, und für das Publikum, das sich fahrlässigerweise in die ersten reingesetzt hat, bedeutet jeder Satz ein Brausebad. Wenn man sich der Kunst des Sigi Zimmerschied nähert, dann kommt man an seinem massiven Körper unmöglich vorbei. Wenn ein Österreicher seinen Unmut mit sich herumträgt, dann sagt er, er ist angefressen. Und nicht selten entspricht diese Angefressenheit einer gewissen Statur, einem Wanst, in den er das hineinfrisst, was ihm nicht anders zu verarbeiten ist. Dass sich der Sigi Zimmerschied über die Jahre seine unglaublich athletische Figur erhalten hat, das hat wohl nicht zuletzt mit dieser Erkenntnis zu tun, dass das Maul der Notausgang vom Hirn ist. Man kann also dieses Ventil jederzeit aufmachen und man kann den Überdruck ablassen. Und das hat er bis heute unüberhörbar und unübersehbar getan. Was dabei herauskommt, ist immer wieder sein unbändiger Zorn. Es ist nicht Hass, denn er denunziert ja nicht. Das muss man unterscheiden. Es ist nur sein Zorn gegen diese unheilige Allianz aus Opportunismus, aus Niedertracht und selbstgerechter Dummheit. Und gegen jene spezifische Form der zivilen Feigheit, die wir, ach so, gemütlichen Österreicher, gerne den vorauseilenden Gehorsam nennen. Sigi Zimmerschied ist ein Virtuose der Ungemütlichkeit.
Und er ist absolut nicht Everybody's Darling. Diesen Platz überlässt er all diesen unfreiwillig komischen Hansi-Hinterseher-Typen und Mainstream-Comedians, wenn er mit zeitgeistig vordefinierter Massenunterhaltung nämlich nichts am Hut hat und mit schicker Bussi-Bussi-Gesellschaft schon überhaupt nicht. Er hat sich immer wieder jener Umarmung entzogen, die Zuneigung vorgibt, aber Erstickung will. Helmut Qualtinger, die Ikone des Wiener Kabaretts, hat von sich gesagt, er sei weniger Schauspieler, sondern vielmehr Menschenimitator. In dieser Kunst ist er Sigi Zimmerschied einer der allergrößten. Er erfindet keine absurden Fantasiegestalten, sondern er malt seine Figuren geradezu hyperrealistisch nach der Natur. Wenn man die Leute nachspielt, sagt er, ist es schon Satire. Seine Models findet er in seiner unmittelbaren Umgebung, dort wo er lebt und arbeitet, vorzugsweise in Passau, an niederbayerischen Biertischen und gelegentlich auch im oberösterreichischen Sauwald. Gott sei Dank gibt es alles nur dort. Der Wahnsinn ist also regional eingrenzbar, könnte man meinen. Wäre da nicht seine Botschaft, Passau ist überall. In Linz, lieber Sigi, ist Passau sicher auch. Das kann ich beschwören. Hier geht es in deiner Arbeit nämlich nicht um Ausdruckstanz oder Kalenderpoesie. Das Unterstützen der Menschen in ihren anti-autoritären Reflexen ist die Aufgabe des Kabaretts, hast du gesagt. Ein ewiger Versuch, anderen Mut zu machen, sei die Obergrenze dessen, was erreichbar ist. Dass dir das bei mir gelungen ist, dass ich mich unzählige Male weggebrüllt habe bei deinen Programmen, Filmen und Büchern und dass du mir auch für meine eigene Arbeit Mut gemacht hast, über all die Jahre, dafür möchte ich mich heute wirklich bei dir bedanken und gratuliere dir ganz herzlich zu diesem Preis, Sabio, der dir heute Abend überreicht wird. Wir zwei sollten diesen Anlass gebührend feiern, womöglich mit Trinkalkohol, und zwar gleich heute hier in diesem Beisel. Und nicht etwa irgendwo anders und schon gar nicht irgendwann und womöglich im Himmelreich, denn in dieses Himmelreich, lieber Sigi, wollen wir zwei nämlich gar nicht hin. Dankeschön. Bevor also der Sigi jetzt auf die Bühne kommt, würde ich doch gern, warten wir mal einen Moment, den Tiger bitten, dass er, du kommst gleich, dass er noch zwei Lieder, ein, zwei Lieder spielt. Und danach wird der Sigi den Preis entgegennehmen.